Eiglei? Nee, Happy End ist das. Schießt daneben. Verdammt. Aber du schaffst das. Komm, komm, Luca. Ja. Einer ist noch draußen. Da kommt er. Er ist ein bisschen sauer, glaube ich. Ah, die mögen Luca ganz gerne heute. Kill bestätigt. 6 kritisch. Ach du Schande. Los jetzt. So, alles klar, Freunde. Wir versuchen hier mal ein bisschen rauszugucken. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Okay, wir versuchen mal diese Richtung ein bisschen zu bevorzugen. Ich gebe Gas. Bringen unsere Leute schon mal nach vorne. Hui, hui, hui. Ja, uns fehlt gerade ein bisschen Yasmin Yassi, glaube ich. Die hat eigentlich immer ganz gute Argumente gehabt für so Alien-Angriffe. Position confirmed. So. Gucken wir mal, ob wir irgendwas hören. Ein beunruhigender Anblick, gelinde gesagt. Schwer zu sagen, wo das organische Gewebe aufhört und die Maschine anfängt. Schönheitspreise gewinnt das Ding nicht, so viel steht fest. Weißt du Bescheid? So, wir schicken mal alle durch. Weil ich glaube, hier drin wird es noch heiß werden. Okay, unsere Jungs sind vorne. Da ist der zweite Melt-Container, das wäre natürlich super gewesen. Wir gucken mal rein. Alter! Wir haben einen riesen Fehler gemacht. 65, 25, 45. Na, dann probieren wir es mal. Ja! Ich gebe Gas. Okay, falls die kommen, haben wir hinten Happy End als Backup. Der soll hier nämlich reinleuchten. Und auf der anderen Seite stellen wir Luca auf. Silver Player, dankeschön. Oh, oh, oh. Der hat gerade neuen Zugang geschaffen hier. Das ist super, da können wir nämlich vielleicht Happy End hinstecken. Shit. Okay, Freunde, wir müssen jetzt mal ein bisschen uns umorientieren. Also, pass auf. Daneben. Nein, gibt es nicht. So, schauen wir mal. Warte mal, andere Richtung. Wir brauchen hier mal ein bisschen. Warum können wir uns da jetzt nicht hinstellen? Das ist ein bisschen doof. Macht aber nichts. Präzisionsschuss. 65, 65. Beide 55% kritisch. Der macht mir mehr Sorgen. Ah, daneben. Oh, nö. Ne, Mods sind keine drin. Das ist ganz normal das Spiel, so wie es ist. Komm schon. Ja, zumindest 2 Schaden. Ist super. Ist völlig okay. Verstanden, Commander. So, wir Happy End. Brauchen wir dich? Wir brauchen dich. 50, 51. Wir nehmen die bessere Chance. Das wird nix. Schuss hat nicht gesessen. Nee, das hat er wirklich nicht. Wir könnten natürlich jetzt mit Luca hier rüber gehen und die von der Seite hier ordentlich reindonnern. Machen wir auch. Ich hoffe bloß, da sind keine weiteren Aliens, sonst haben wir ja echt ein dickes Problem. Ich liege unter schwerem Beschuss. Niedergehalten. Das ist nicht gut. Wow, Luca hat's bekommen. Oh, oh. Nee, Eiglei war das. Okay, der muss da unbedingt weg. Der muss da weg. Der gerät gerade so ein kleines bisschen in Herzpanik. Okay, pass auf, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir hier unseren Scharfschützen besser positionieren. Da sind wir aber dann voll draußen hier. Hier haben wir keinerlei anständige Deckung. Aber wir brauchen trotzdem den besseren Platz jetzt.
Machen wir Feldposten auf. Okay, Freunde, wir schaffen das. Wir schaffen das. Türe auf. Kurz Hallöchen gesagt. Die Granate wäre super. Aber haben wir nicht. Und Luca? Ein weiterer Tag. Eine weitere erfolgreiche Operation. Yes, Baby. Haben wir geschafft. Oh, das hätte auch echt böse in die Hose gehen können. Aber wir haben es mit Glück noch hinbekommen am Schluss. Ganz schöne Kiste, ey. Ach du Schande. Alles klar, Jungs, ihr seid alle befördert worden. Bengel hat die nächste Stufe erreicht. Corporal. Entweder ist er Sprinter, kann zusätzlich 3 Felder weit bewegen. Oder Feuerschutz. Erlaubt Reflexschuss auch bei gegnerischem Angriff, nicht nur bei Bewegung. Den Reflexschuss finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Die 3 Felder, ja. Ich glaube, das Reflexschuss ist hier so ein bisschen angesagt, oder? Ein bisschen. Auch bei gegnerischem Angriff ist er halt mega, mega super, finde ich. Weiß nicht, wie seht ihr das? Speedy! Hallöchen. Reflex? Ja, seht ihr genauso. Ja, ohne Jasmin Yassi wird's schwierig heute, ja? Aber müssen wir ein bisschen durchhalten. So, Schnellschuss entfernt Beschränkungen des Präzisionsgewehrs beim Feuern und Feldposten nach Bewegung. Zielsicherheit reduziert sich. Oder Truppsicht ermöglicht es, auf alle Ziele zu feuern, die sich im Sichtbereich eines Verbündeten befinden. Allerdings nur durch präzisionskritische Treffer allein. Boah, das ist cool irgendwie. Die Truppsicht finde ich schon geil. Was meint ihr? Ein bisschen Reflex, das fand ich auch ganz, ganz eindeutig irgendwie. Aber hier finde ich schwieriger. Der Schnellschuss nach der Bewegung. Da könnte man natürlich uns halt auch super easy in irgendwo hin verflüchten und dann trotzdem noch in Feldposten gehen. Beziehungsweise feuern. Wobei die Truppsicht da auch gut ist, ne? Also ist es möglich, auf alle Ziele zu feuern. Das ist schon. Ihr sagt eindeutig alle Truppsicht. Ich sehe das schon. Im Chat eskaliert es gerade volle Kanne. Truppsicht! Alles klar, mach mal. So, nächster. Eiglei. Ist Soldat geworden. Unterstützer. Sehr nice. Und hier haben wir den nächsten Unterstützer. Wir haben zu viele Unterstützer. Sehr cool. Finde ich sehr nice. Neuer Orden, Stadtkampfabzeichen. Sehr geil. Dann müssen wir uns wieder was überlegen, glaube ich. USA hat sich abgeschwächt, wir das ist gut. In Kontakt, Commander. Okay. Commander, Sie können unsere Soldaten jetzt auszeichnen, indem Sie ihnen nach eigenem Ermessen Medaillen für ihre Verdienste verleihen. Medaillen können Sie in der Kaserne durchsehen und verleihen. Wie schaut's aus? Stadtkampfabzeichen, neuer Name. Was ist denn so von euch so die Idee? Orden des Schnitzels haben wir ja schon, aber das Stadtkampfabzeichen wäre super. Was meint ihr? Was wäre ein guter Name dafür? Schauen wir erstmal, was der kann. 5 Verteidigung in Deckung. 5 Zielgenauigkeit gegen Feinde in voller Deckung. Boah, das ist episch, oder? In voller Deckung nochmal richtig draufgehauen. Orden der Zwerge finde ich schön. Ich sollte Kanada helfen, ja, ich sollte allen gerade helfen. Also das finde ich extrem hilfreich. Orden der Zwergenstärke. Oh, Tapferkeit eines Zwergs. Der Kölner. Stadtschnitzel. Orden des Schweins. Bier der Zwerge. Löschzwerg. Orden der Currywurst. Zwergischer Kriegsveteran. Zwergenveteran. Oh, jetzt kommen die Guten. Ich merke das schon. Orden der Schweinesorten. Finde ich auch gut. Der Löschzwerg. Ja, das finde ich, das passt irgendwie zu dem. Zielgenauigkeit gegen Feinde. Der Löschzwerg. Der Löschzwerg. Wir können ihn ja nochmal umbenennen. Wer kriegt den Löschzwerg, hm? Was meint ihr? Oh, wir haben 9 Soldaten bekommen, 9 Scharfschützen. Mm.
Auslöschzwerg. Stadtbumm. Wir haben einen neuen Soldaten bekommen, aber wer soll den bekommen? Ich persönlich würde sagen, dass es entweder Marcel oder Happy End bekommt, weil beide haben richtig gute Arbeit geleistet jetzt in der Zeit. Die haben es richtig krachen lassen. Marcel oder Happy End, wir machen da eine Umfrage auf, finde ich, weil das müssen wir mal so ein bisschen, das müssen wir mal so ein bisschen erörtern. So. Mal schnell schauen, wo haben wir? So, Marcel oder Happy End. Wir starten das Ding, das ist jetzt für euch offen. Ihr müsst einfach nur voten. Eins für Marcel, zwei für Happy End. Gucken wir mal. Alles klar, die ersten Votes kommen rein. Oh, viele für Happy End auch gerade. Ah, da kommen schon gut Votings rein. Ich bin total gespannt gerade. Oh, jetzt, aber es ist nicht eindeutig, ne? Es ist ziemlich haarscharf gerade. Eine halbe Minute ist noch offen. Gucken wir mal. Ja, jetzt ist es ziemlich knapp gerade. Oh, es ist Gleichstand. Alle beide Kandidaten sind gleich auf. Wie gesagt, eins für Marcel, zwei für Happy End. Wer soll den Orden bekommen? Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass sich da was ergeben wird. In 1, 0. Wow, das war knapp. Das war aber super, super knapp, Marcel. Respekt. Das ging nämlich jetzt gerade wirklich, wirklich eng auf. Mit einer Stimme Vorsprung. Nicht schlecht. Also, Marcel bekommt das Ding. Oh, Marcel, also hast irgendwie... Die Frisur gefällt mir. Finde ich gut. So. Der Löschzwerg. Dim, 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 dim. So, haben wir keinen mehr. Wie schaut es in der Offiziersschule eigentlich aus? Da können wir jetzt momentan nichts kaufen gerade. Haben wir auch ziemlich viele Verletzte. Aber wir haben jetzt gleich erstmal einen Haufen Bauvorhaben fertig. Grauengenerator geschlossen. Dieser Koloss aus Fleisch und Metall stimmt mich bedenklich. Was setzen wir aufs Spiel, wenn wir Mensch und Maschine verschmelzen lassen? Werden wir eine klare Grenze ziehen, die wir nicht bereit sind zu überschreiten? Oder lassen wir sämtliche Skrupel hinter uns und opfern all unsere Werte dem endgültigen Sieg? Ich kann nur hoffen, dass es nicht so weit kommt. Vorausgesetzt natürlich, dass die Technologie der Aliens nicht in die falschen Hände gerät. Das ist die große Preisfrage. Ein Kraftwerk ist fertig, das andere wird jetzt wahrscheinlich auch gleich fertig. Unsere Werkstatt wird jetzt gleich fertig. Aber wir wollten ein Satellitenzentrum bauen, da fehlt uns aber noch ein bisschen Kohle für. Das holen wir uns über den Schwarzmarkt. Was haben wir denn schon? Alien-Legierungen haben wir sehr viele, Waffenfragmente haben wir auch ein bisschen. Sektoidenleichen, da können wir mal so, bis auf 10 vielleicht. Dann können wir nämlich das neue Kontrollzentrum, das ist super wichtig, dass das jetzt bald steht, bauen wir hier hin, Satellitenkontrollzentrum, Marsch. Dauert nämlich 14 Tage, das gute Stück. Und ich glaube, das werden wir auch dringend, dringend, dringend brauchen. Stromgenerator bereit. Okay, gucken wir nochmal. Zwergenliebe. Stiegel, dankeschön für dein Follow. Sehr, sehr nice. So, was können wir hier noch machen? 25 Ingenieure kostet der Spaß schon. Eine Werkstatt, wir können momentan eh nichts bauen. Zwei Kraftwerke im Verbund und hier unten könnte man Dampf reinbauen. Wie gesagt, alles noch in Planungsphase. Wie viel kostet das Spiel? Gib mal Ausrufezeichen XCOM ein, dann siehst du das. Strahlwaffen, Baby! So schön. Laserpistole und Lasergewehr zur Herstellung. Sehr, sehr geil. Oh, wie nice! Schaut euch das an. Okay, das werden wir auf jeden Fall bauen. Präzisionslaser. Die experimentelle, schwere Laser. Boah, wie krass einfach nur. Schalenrüstung, die haben wir immer noch ein bisschen. Schweberautopsie, Sucherautopsie. Finde ich beide super wichtig. Das müsste man eigentlich auf jeden Fall mal erforschen. Was meint ihr, Freunde? Sollen wir mal die Sucherautopsie schnell zwischendurch durchführen und danach Präzisionslaser forschen? Was, ich muss Luca umbenennen? Warum den umbenennen?
Dankeschön. Ich würde sagen, wir machen das Ding. Trotz ihres äußeren Erscheinungsbilds scheint diese Maschine nicht aus organischen Komponenten zu bestehen. Ihre Oberfläche hat eine höchst ungewöhnliche metallische Struktur, die irgendwie mit den Dämpfen, die sie zur Tarnung absondert, zu interagieren scheint. Krass. Gucken wir mal, was da rauskommt. Bin ich schon mega gespannt drauf. Sehr geil. Zusätzliche Werkstatt online. Die neuen Techniker sind heute Morgen eingetroffen, Commander. Okay. Wir sind über jede Hilfe hier unten froh. Alles klar. Was? Gegenstände. Lasergewehre. Also da brauchen wir auf jeden Fall einen ganzen Satz voll. Wir können uns aber nur eins gerade im Augenblick leisten. Well,